Targowa, eine Stadt im westlichen Teil Polens, gelegen zwischen Posen und Grünberg. Verbunden mit der Stadtstraße Nummer 32 Ost-West-Kommunikationsweg. 20 Kilometer von unserer Stadt verläuft die Straße S3, die den Norden mit dem Süden Polen verbindet, ausgedehnt vom Stettin nach Breslau. Bis zum Flugplatz in Babimost haben wir 15 Kilometer. Die alle von uns erwähnten Kommunikationswege sind in sehr gutem technischen Zustand und ermöglichen eine schnelle Kommunikation. Bis zur Autobahn A2, deren Bau zu Ende geht und die Warschau mit Berlin verbinden soll, haben wir ca. 40 Kilometer. Bis zur deutschen Grenze beträgt die Entfernung 100 Kilometer. Bis zum Berlin sind es 200 Kilometer. Ein paar Worte zur Gemeinde. Das Gebiet der Gemeinde umfasst ca. 128 Quadratkilometer. Die Einwohnerzahl beträgt 5.800 Personen. Unsere Region hat einen agrartouristischen Charakter. Es entwickelt sich hier das Handwerk und der Handel. Unsere touristische Attraktion ist die Lage zwischen schönen Seen, in der Umgebung von Wäldern, die an Tiere und Pilze reich sind, die Touristen aus ganzen Polen anlocken, die durch Industrie und berührte Natur blüht. Die Stadt Kargowa ist eine gepflegte Stadt, reich an Blumen und Bäumen, umgeben von einem zauberhaften Park, dessen Wurzeln noch aus der Zeit von Napoleon Bonaparte stammen, der mehrere Male in den Sphären des Schlosses zu Gast war. Die Stadtbehörden haben ihren Sitz in einem historischen Rathaus im Zentrum des Kargowa Marktes. Die Gemeinde Kargowa hat schon zum 6. Mal den Titel Fairplay-Gemeinde bekommen. Es bedeutet Prestige für die Gemeinde und bildet eine Garantie für Investoren, dass sie bei uns ernst genommen werden. Das beste Beispiel dafür ist die Firma Nestle, die gerade bei uns die Herstellung ihrer führenden Produkte führt, die als Waffeln Lion und Prinzessa bekannt sind. Die Produkte aus unserer Fabrik werden auf der ganzen Welt verkauft und werben dadurch für die Marke Nestle und auch für unsere Gemeinde. Das Unternehmen beschäftigt ca. 370 Personen. Andere gute Marken, die unserer Gemeinde vertraut haben, sind Wokar, die Produzenten von Kartonverpackungen. Der Geflügelschlachthof Brichze, ein sehr modernes Unternehmen, gelegen auf der Fläche von 20.000 Quadratmeter. Ihre Produkte werden außer Polen auch in Deutschland und Tschechien verkauft. Lignuma, Schreinereimaschinenunternehmen, das ein Preisträger von vielen Preisen und Auszeichnungen auch außerhalb Polen ist. Schutik, Schreinereibetrieb, der die Bautischlerei auf dem höchsten europäischen Niveau herstellt. Allgemein sind gegen 350 Wirtschaftssubjekte auf dem Gebiet der Gemeinde tätig. Eine gut entwickelte technische Infrastruktur, Zugang zum Erdgas, ausgebaute Kanalisation, Tätigkeit von zwei Banken und die zu einem Verein gehörigen Unternehmer sind Faktoren, die ein gutes Klima und gute Bedingungen zum Investieren bilden. Einige Investitionsgrundstücke. Ein Grundstück für die Industrielagerbebauung, Fläche 3,04 Hektar. Dieses Grundstück ist eine Niederspannungs- und Mittelspannungsenergielinie, Wasserleitungsnetz, Kanalisations-, Gas- und Oberflächenentwässerungsnetz angeschlossen. 300 Meter von der Straße Nummer 32 Grünberg-Posen entfernt. Ein anderes Grundstück direkt an der Stadtstraße Nummer 32, Fläche ca. 6 Hektar. Erschließung: Mittelspannungsenergielinie, Wasserleitungsnetz, Gasnetz. Ein Gebiet mit der Fläche von 5 Hektar, 500 Meter von der Straße Nummer 32 entfernt, via die Industrielagerbebauung.
Wir laden potenzielle Investoren zu einem genauen Kennenlernen unseres Angebots ein. Wir setzen daran alle Kräfte, uns den Anforderungen und Bedürfnissen anzupassen, die mit der Führung einer Wirtschaftstätigkeit in unserer Gemeinde verbunden sind. Wir sind eine freundliche Gemeinde und sind offen für künftige Investoren, die ihre Tätigkeit mit unserem Ort verbinden wollen, wo auch die ökonomisch-wirtschaftliche Zone geschaffen wird, die die Realisierung einer Investition leichter machen soll. Wir laden Sie herzlich ein.